uns im kleinen Saal der Leishalle, der auch liebevoll die kleine Musikhalle genannt wird. 1954 wurde aus diesem ehemals neobarocken Tonnengewölbe ein Statement der 50er Jahre Architektur. Ausführender Architekt war damals Bruno Mund und ihm zur Seite stand der renommierte Akustiker Erich Thienhaus. Zwei Gründe waren ausschlaggebend, den Saal umzubauen. Erstens, man wollte mehr Platz schaffen. Zweitens, man wollte die Akustik wesentlich verbessern. Und so hat man die Rabitzverkleidung, die die Stuckateure damals hier verwendet haben, komplett entfernt. Und auch das Oberlicht, welches dem großen Saal ähnelte, hat man komplett entfernt. So hatte man dann mehr Platz in der Höhe und konnte diese Empore, die Sie hinter mir sehen können, einbauen. Und statt der damals 500 Plätze hat man nun 640 Plätze für den Konzertgenuss. Die wunderbare Akustik, die wir hier im kleinen Saal genießen können, kommt vor allen Dingen durch die Holzverkleidung, die verschachtelt ist, vor allen Dingen aber auch durch die Orchestermuschel aus Mahagoni, die an der Bühne angebracht ist und wie ein Baldachin die Musiker umgibt, nahtlos in den Zuschauerraum übergeht und dafür sorgt, dass Schall gebrochen und gestreut wird. Auch die Musiker haben hier auf der Bühne eine sehr angenehme Akustik. Und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ich wäre in der Lage, eine Violine zu spielen, ich stehe hier und spiele, dann geht der Direktschall natürlich direkt ins Publikum, in Spielrichtung. Aber eine ganze Menge des Direktschalls geht auch nach oben und nach hinten und wird dann von dieser konkaven Form in den Zuschauerraum reflektiert. Also technisch gesprochen ist diese Orchestermuschel durch Nachhall für die Ausbreitung des Schalls verantwortlich. Und diese verschachtelte Holzoptik gibt natürlich auch eine schöne, warme Dynamik. Musik.